Hallo Leute, willkommen zum Sonntagsplausch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir gehen jetzt kurz mal die Sachen durch, die die Woche passiert sind. Werner, startest du mit dem ersten Thema, mit dem Burn? Ich fange mal mit dem Burn an. Letzten Donnerstag war ja der Burn. Und auch erstmal Hallo an alle. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, letzte Woche war ja der Burn. Und ja, Chris hatte wieder eine Community-Anfrage gestartet. Da sind wir, glaube ich, auf 1,6 Millionen gekommen. Und im Endeffekt waren es dann doch 2,235 Millionen. Also relativ guter Burn, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall die Tendenz wieder steigend. Ja, keiner weiß so richtig, woran es gelegen hat. Ich gehe ja immer noch davon aus, ich habe morgens Lied gesungen im Chat im Best-Channel. Vielleicht hat es daran gelegen. Aber ich glaube ja nicht, weil ich habe den Text gepostet von dem Lied, sagen wir es mal so. Aber daran wird es nicht gelegen. Aber ich sag mal, 2,2 Millionen ist schon eine Hausnummer. Oh, ich muss gucken, ich muss gerade den Chat anmachen. Da ist er, der Chat. Sonst. Ja, also wir müssen jetzt drauf schauen, ob es jetzt immer über den 2 Millionen bleibt. Am schönsten wäre, wenn wir langsam so Richtung die 3 Millionen gehen würden. Das wäre ja so ja, das aber Wunschziel. Ich habe jetzt aber auch schon mal drüber nachgedacht, wenn man sich mal überlegt. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass immer mehr geburnt wird, auch im Bullrun. Aber im Bullrun wird Best ja auch steigen. Jetzt nur mal dumm gesagt, vom Team 40 her, so Best steht irgendwann auf 40 Euro, wenn dann 3 Millionen eingenommen werden an Gebühren, sondern werden davon gerade mal 75.000 Best geburnt. Sprich, je höher Best steigt, desto weniger wird der Burn auch ausfallen. Weil wir gehen ja davon aus, dass Best nicht immer so niedrig bleibt. Ja, es werden ja, Gebühren, also. Ja, das stimmt schon. Also das sollte man. Aber gut, dass er jetzt so schnell auf die 40 geht, das. Nein, das nicht. Aber ich sag mal, je höher jetzt in der Bullrun kommt, je höher Best steigt, dann vielleicht mal wieder zum All-Time-High, dann werden nicht mehr so viele geburnt wahrscheinlich, wie wir vielleicht erwarten. Da muss man sich vielleicht ja auch mal. Also es kommt halt darauf an, wie viel Volumen dazu kommt. Wir haben jetzt die monatlichen Burns ja noch nie gesehen im Bullrun. Stimmt. Im Bullrun hatten wir ja die 3-Monat-Burns. Das war ja immer die Zusammensammlung von 3 Monaten. Und ja, stimmt. Das heißt, das wird auch einen Effekt haben, wenn wir jetzt im Nicht-Bullrun sozusagen über 2 Millionen burnen. Wie rechnen wir das? Ja, mal x5, mal x3. Ja, ich denke mal, es ist schwer zu rechnen, weil wenn wir etwa überlegen, ich sage jetzt mal eine Zahl, also Bitpanda nimmt jetzt 1 Million an Gebühren ein, um dann den Burn daraus zu finanzieren. So, und wenn Best jetzt einmal, ich sage jetzt mal ein x10 macht, dann muss er, um das Gleiche zu burnen, eigentlich auch Bitpanda x10 Gebühren einnehmen. Also 10 Millionen Gebühren einnehmen, um das Gleiche an Burn-Summe zu haben. Oder habe ich da einen Denkfehler, habe ich da einen Rechenfehler? Naja, immer, es kommt darauf an, wo der Bestpreis ist, aber ja. Ja. Anhand des Bestpreises wird sich die Menge dann auch, die geburnt wird, dann verändern. Das stimmt schon. Aber wir hoffen ja, dass dann, wenn der Bestpreis weiter oben ist, ja auch das Volumen dann wieder höher ist und Bitpanda dann mehr wieder einnimmt. Also von dem her, vielleicht gleicht sich das dann auch wieder aus. Ja klar, und ich denke mal, wenn dann vielleicht wirklich die Solution-Technik-Partner dazukommen, dann dann wird es sowieso mehr werden. Aber ich bin auch gespannt, ich bin echt mega gespannt auf den Bullrun, wenn es dann wirklich so weit kommt, wie sich Best dann entwickelt. Und mal bullish sind wir, glaube ich, alle noch gestimmt, du doch auch, oder nicht? Ja, wichtig wäre halt wirklich zu wissen, was jetzt bei den Tech-Solution-Partnern los ist. Müssen die jetzt Best halten, und tragen die zum Burn dazu bei? Das sind so Punkte, die wären halt wichtig zu wissen für die Community, glaube ich, auch. Ja. Aber könnt ihr mir gerne in den Chat schreiben, Leute, ob das euch auch interessiert.
Aber das wären so Punkte, die würden mich halt brennend interessieren. Weil wenn die 20 Millionen Kunden dann auch mit dem Volumen dazuzählen irgendwann, ja, dann sollte der Burn ja dementsprechend steigen. Ja, was jetzt noch so ein bisschen Spekulation war, dass es mehr geburnt worden ist, weil die Pro jetzt nicht mehr dabei ist. Also es werden nicht mehr so viele über die Pro oder jetzt über OneTrade kaufen, um es dann nach Bitpanda zu schicken, sondern vielleicht doch dann eher auf dem Broker kaufen. Ist vielleicht auch ein bisschen Volumen dazugekommen. Weil ich habe es ab und zu auch gemacht, ja, dass ich dann Sachen ja, auf der Pro gekauft habe und rübergeschickt habe. Und mache ich jetzt auch nicht mehr. Also wenn ich jetzt was kaufe, dann kaufe ich es auch nur noch auf dem Broker. Stimmt, die Abkoppelung hat sicher ein paar User dazu gebracht, dass sie jetzt einfach direkt über den Broker kaufen. Kann auch zum Volumen dazu beitragen. Ja. Hast du jetzt deinen Trading-Account noch auf OneTrading oder? Ehrlich gesagt, ich habe mich da noch gar nicht eingeloggt auf OneTrading. Ich glaube, man muss einen neuen Account erstellen. Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe es noch nicht probiert. Denn ja, für mich ist es jetzt mehr oder weniger uninteressant geworden, weil ich eben die Sachen auf der Pro gekauft habe. Und dann direkt rüber geschickt habe. Oder auch mal Orders gesetzt, eben auf der Pro. Dass ich mal ein bisschen Geld liegen gehabt habe und dann Orders gesetzt, um zu gucken, wenn es mal wieder runtergeht. Aber das habe ich jetzt also auf OneTrade noch gar nicht gemacht. Okay. Ja, wir brauchen endlich die Orders für einen Broker. Also es wird auch irgendwann mal Zeit, dass es reinkommt. Ja, ich denke mal, die sind am Arbeiten und es ist ja einiges passiert in letzter Zeit und wer weiß, wo sie noch dran arbeiten. Es ist jetzt lange nichts mehr bekannt gegeben worden. Vielleicht kommt dann demnächst wieder was. Ja, ich glaube, Bestgeburtstag ist ja bald. Also ich glaube, da wird es sicher wieder Aktionen geben und Gewinnspiele. Also stimmt, da machen wir jetzt keine Sorgen. 7.8. müsste der sein. Und ich glaube, am 8.8. hast du da Bescheid gekriegt, Henry? Am 8.8. gibt es ein Webinar. Das erste Webinar von Bitpanda. Genau. Ich weiß, jetzt nimmst du daran teil? Ja, ich habe mir gedacht, ich werde es vielleicht so eine Art Reaction-Video dazu machen. Ja, hatte ich ja vorgeschlagen bei dem, dass man vielleicht so ein Reaction-Video machen könnte. Wäre wahrscheinlich interessant. Ich glaube, der Wotan war auch mit, der würde es, glaube ich, interessant finden. Und ja, mal gucken. Also ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken und bin echt mal gespannt, was sie da erzählen und ja, was da alles so soll, glaube ich, eine halbe Stunde gehen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und dann, ja, mal schauen, was dabei rumkommt. Ja, haben Sie schon bekannt gegeben, was es genau geht in dem ersten oder ist das noch komplett offen? Also ich habe noch nichts mitbekommen. Wenn es einer weiß, natürlich gerne in die Kommentare eben schreiben. Ach, hallo Ledersocke. Der Kommentator von, mein Kommentator von letztem Mal mit dabei, der ist wirklich gut angekommen, Ledersocke, der Chat. Also ich habe viele Reaktionen drauf bekommen. War echt cool. Machen wir irgendwann nochmal. Oder lassen wir mal zu dritt machen. Jo. Ja, klar. Also einfach, ihr könnt auch jederzeit sprechen, Leute. Also wenn ihr wollt, einfach kurz irgendwas, ein Zeichen geben und wir schalten frei. Ja, wie gesagt, also mit dem Webinar, dann werden wir uns das auf jeden Fall angucken. Und ja, wäre natürlich cool, wenn du eine Reaction davon machen würdest. Warte mal, Ledersocke ist gerade zum Sprechen. Und jetzt wieder weg. Nein, ich habe ihn aktiviert. Ja. Achso, okay. Ja, hallo. Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich. Ja, super, sehr gut. Ich bin jetzt erst einmal am Laptop dran. Ich habe das immer mit dem Smartphone gemacht. Deshalb war schon der Sound auch nicht so gut letztes Mal. Ich wollte mich noch bedanken, dass ich das Gewinnspiel gewonnen habe letztes Mal und du mir auch die Adresse schon gefunden. Ich habe halt deine E-Mail nicht gefunden. Danke, gell? Ja, kein Problem. Ich schicke dir das dann rüber. Die E-Mail hast du, genau. Dankeschön. Ja, ich schaue jetzt nochmal nach, ob ich sie schon wirklich... nicht, dass ich sie übersehe. Wie hast du denn den Burn gesehen, Ledersocke? 2,2 Millionen, eigentlich gut, oder nicht? Ja, ich war ganz zufrieden, ja. War ich ja nicht mehr so verwöhnt, gell? Aber wie ihr gesagt habt, jetzt müssen wir langsam was passieren, dass der Coin mal wirklich bei den Solution Partner ankommt. Unbedingt. Ja, denke ich auch. Ja, das auf jeden Fall.
ja, mit dem Solution-Partner anfängt, richtig zu greifen oder vielleicht auch da best gelistet wird und der da zu kaufen ist, ich denke mal auch, dann wird Volumen reinkommen. Und ja, es geht jetzt auch nicht um, es geht ja auch nicht darum, dass man Hype reinkriegt, aber das gehört einfach dazu. Man kann ja nicht die Anleger von Best, immerhin der Ökosystem-Token, einfach links liegen lassen. Das geht ja nicht. Und ich denke, da kommt auch was. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass sie sich das noch so ein bisschen in der Hinterhand halten, sozusagen nicht alles auf einmal raushauen. Es wäre ja auch was Nachhaltiges. Das ist nicht nur ein Hype dann, das bleibt ja. Ja, ich frage gerade, ob das Webinar in Deutsch oder Englisch ist. Also, so wie ich gehört habe, ist es in Englisch. Aber ich denke mal, wenn man weiß, worum es geht, dann kann man schon einiges mitbekommen. Und ich denke mal, auch wenn Henry hinterher ein Reaction macht, da wird dann auch noch einiges bei rauskommen. Also auf jeden Fall würde ich es empfehlen, es sich anzugucken. Und ich werde es auf jeden Fall auch machen. Gut. Ja, ich glaube, es wird so Grundinformationen wahrscheinlich geben, was jetzt so im Bitpanda Club kommen wird, denke ich mal, im ersten Webinar, dass man vielleicht ein paar Insights bekommt, was sie da so geplant haben. Also, ich denke nicht, dass sie nur was erzählen, was wir schon wissen. Also glaube ich nicht. Da werden ein paar neue Sachen werden auch dazukommen. Ja, das schon. Also ja, ich bin gespannt. Also ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Hast du da schon Infos gekriegt, ob man was aufnehmen darf und ob man das hinterher posten darf? Hast du da schon nachgefragt, Henry? Nein, mein Plan war, ich zeichne es auf, schneide das Ganze zusammen und dann hätte ich Ihnen das geschickt und hätte gefragt, ob es okay ist, hochzuladen. Ah, okay, dann ja. Dann kriege ich einfach ja. von Ihnen die Antwort, also dann sehen Sie das Endprodukt und können dann ja, einfach sagen ja oder nein. Ja, stimmt, auch gut. Panthers Interview habe ich auch schon einen fixen Termin jetzt im August und da kommt das Interview dann auch live im August mit allen Community-Fragen. Ich hoffe, es geht sich, weil ich habe da immer nur ein bestimmtes Zeitfenster. Ich werde mich ranhalten, dass ich alle Fragen reinbekomme. Aber ich habe es eh schon sortiert nach den wichtigsten. Also die unwichtigen Fragen kommen ganz unten. Ich hoffe trotzdem, dass ich alle reinkomme. Ja, da wären wir auch schon beim nächsten Thema eigentlich. Panthers Geburtstag. Hat da von euch jemand oder macht jemand bei euch bei dem Zili-Spiel mit, wo man, ich glaube, 30.000 Euro in Panthers gewinnen kann? Ich glaube, insgesamt wären 30.000. Also auf Sealy ist, weiß ich gar nicht, wie hoch jetzt der Preispool genau ist. Aber. Ach so, insgesamt, hm? Insgesamt, ja. Also da zählen auch die Projekte mit, die auf Panthers aufbauen. Die können ja auch was gewinnen. Und. Ja, wäre interessant, ob jemand eine Idee hätte für ein cooles Community-Projekt für Panthers. Aber mir ist auf die Schnelle nichts eingefallen. Nee, ich weiß gar nicht. Wie lange ist da Zeit? Bis Ende nächsten Monats oder bis Ende August oder Anfang September? Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt der Zeitraum ist. Ich glaube, es geht einen Monat, glaube ich. Ja. So ein, zwei Leute sind noch schon dabei. Ich denke mal, da wird einiges zusammenkommen. Und ja, ich finde es immer gut, gerade die Leute, die sich engagieren, dann dafür, dass die dann auch belohnt werden. Also ich finde es echt eine gute Sache. Ja. Der Wotan, der ist ja auch ganz oben in der Liste. Dem fehlen ja nur noch drei Plätze, dann ist er auch schon in der Reward Zone sozusagen. Mhm. Also ein paar Leute aus der Community sind eh schon gut mit dabei. Ja, cool. Auf jeden Fall allen, die mitspielen, viel Erfolg. Ich persönlich werde es nicht machen, also ich habe da wirklich auch nicht die Zeit für. Ich habe im Moment so viel um Ohren. Und deswegen, aber alle, die da mitmachen, auf jeden Fall viel Erfolg. Wenn ich jetzt unten bin, ihr hört aber die Musik nicht, die ich jetzt höre, oder? Ich höre da eine Musik. Da ist irgendwas so ein bisschen im Hintergrund, also jetzt nicht ganz, okay. Aber ein kleines bisschen. Ich weiß noch nicht, wie man das ausschaltet. Okay. Okay, also mit Pandos habe ich jetzt noch nichts gemacht. Außer der Sparplan, da wird jetzt erst einmal morgen also ausgelöst.
erste Mal. Meine Best habe ich jetzt erstmal eingestellt, die behalte ich natürlich. Ich habe aber gerade jetzt den Sparplan auf Panthers. Ja, cool, weil ich denke mal, Panthers, es wird bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres vielleicht dauern, bis dann das Mainnet rauskommt und dann muss man warten. Ja, Tremi schreibt, weil Chainlink ist ja direkter Konkurrent von Panthers. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, wobei ich denke, dass Panthers noch ein bisschen weiter ist, aber Chainlink eben bekannter. Also Chainlink wird dann auch gepusht von manchen YouTubern, die dann auch in Chainlink investiert sind. Und klar, nehmen die das mit auf, Interoperabilität. Aber ich denke mal, auch Max hat ja gesagt, dass man auch miteinander arbeiten kann. Also, und ich denke mal, Chainlink hat eine Marktkapitalisierung von 3,6 Milliarden, glaube ich. Und wenn Panthers dann in dem Sog vielleicht auch mitkommt, kann das durchaus auch was bringen. Das wäre sogar ganz toll. Und die könnte sich gegenseitig aufbauen. Ja, so ist eigentlich auch der Gedanke. Also es soll nicht ein Gegeneinander werden bei den Sachen, sondern ein Miteinander bauen. Und wer weiß, vielleicht sind sie auch schon, dass sie in Kontakt sind, wo sie uns noch nichts von sagen. Weiß man ja auch nicht. Oder die haben sich auf jeden Fall das Projekt schon angeguckt, gehe ich mal ganz stark von aus. Ich denke mal, der Jacek, ich verfolge es ab und zu ein bisschen im Channel. Der ist ja ganz fix. Die haben auch jetzt, ich glaube mit Glimpsy, noch ein neues Protokoll mit dazugenommen oder mitentwickelt. Also da tut sich auch schon was weiter bei Panthers. Ja, es wird halt spannend sein, wann kommt Panthers raus und da wird es auf jeden Fall den First-Mover-Bonus auch geben. Wenn Chainlink früher startet als Panthers, wäre das ein bisschen kritisch, aber so sieht es danach sieht es im Moment nicht aus, ja, finde ich zumindest. Also Panthers ist ja schon viel weiter. Also wenn das mit den Nodes steht, dann kommt das Mainnet live und dann rennt es ja schon, ja. Und bei Chainlink ist es ja noch in den Kinderschuhen sozusagen. Ja, es ist gerade mittlerweile, glaube, Kurzi hat das entdeckt, im Testnetz eine Node geschaltet worden, Test geschaltet mit 100.000 Panthers. Aber also kann man vielleicht davon ausgehen, dass man ab 100.000 Panthers eine Service-Node dann betreiben kann. Oder eine Validator-Node? Nee, Quatsch. Ja, Service-Node wahrscheinlich. Service-Node, ja. Aber ja, 100.000 ist schon eine Hausnummer. Also wenn man circa 7.000 Euro, ja. Ich sag mal, für einen Notbetreiber finde ich es noch gar nicht so viel. Ich sag mal, das sind ja die Leute, die sich dann wirklich damit beschäftigen. Und wenn du jetzt mal guckst, was anderen Projekten Notes kosten, die Coins, die da haben, musst du wissen. Dann schreibt gerade pro Chain. Ah, pro Chain. 100.000 Panthers pro Chain. Im Testnetz. Puff. Also wenn das im Mainnet auch live ist, dann müssen sich schon ein paar Leute zusammentun immer für eine Node, weil das wird dann sonst teuer. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, mal gucken, vielleicht lockt es aber auch Leute an. Ich sag mal, wenn man damit dann Geld verdienen kann mit diesen Nodes und dann die Leute, die dann auch ein bisschen mehr Geld haben, vielleicht will Bitpanda ja auch eben, wie auch schon über das Zinsprodukt, an diese Leute ran, die dann eben eine größere Summe investieren können und das dann auch eben machen, weil sie dadurch auch eben wieder Geld generieren, Cashflow generieren. Ist ja vielleicht auch so eine Sache. Ja. Dann wurde noch gefragt, habt ihr alle euer VIP-Club-Geschenk bekommen? Meinst du jetzt die schwarze Box mit der neuen Bitpanda-Kappe, dem Becher und der Kanne? Das ist, glaube ich, noch nicht bei allen angekommen. Also der Werner hat es noch nicht, ich habe es auch noch nicht, aber ich glaube, es ist schon unterwegs zu allen VIP-5. Ja, ich habe es auch noch nicht. Sollte es jeder bekommen, der Level 5 hat? VIP 5 bekommen. Das ist schön. Golden Member. Muss ja nicht unbedingt VIP 5 sein, sondern kann ja auch über Trainer Volumen. Gold Club Member, ja. Genau. Entschuldige. Gold Member, ja. Ja, also ja, ich hoffe, dass ich noch bekomme, denn ich bin ab nächsten Monat im September in Urlaub. Dann wollte ich die Bitpanda Kappe eigentlich mitnehmen, weil ich habe vor, da auch so ein zwei, drei Interviews zu führen im Urlaub. Da sind ein paar auch YouTuber, die da wohnen, in Papos, wo ich hinfliege. Ich habe schon mal kurz Kontakt gehabt mit dem Crypto Explained.
vielleicht da mal treffen oder den Aaron von Homo Economicus wollte ich noch anschreiben. Und wenn man da ein Video macht, dann natürlich mit Bitpanda Cap. Ja, gleich Mogelwerbung. Ja, klar. Ja. Ja, aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine nette Geste. Also ist so wie eine Sachdividende, die man jedes Jahr bekommt, ein Merch-Paket. Ja. Und ich fand es auch interessant, Markus Miller, habt ihr das gesehen? Ich habe es auf Twitter geteilt. Der hat ja auch ein Paket bekommen. Der ist auch einer von uns. Ja, also, okay. Richtig, das hat mich auch sehr gefreut. Ja, das ich habe es noch gar nicht gesehen, aber ich hatte, wie gesagt, ich hatte ganz kurz mit ihm gesprochen auf der Messe und also er hat meinen Hoodie erkannt, mein Panthos-Hoodie, hat gefragt, ob ich jemand von Bitpanda oder von Panthos wäre. Und da hatten wir uns ganz kurz unterhalten, aber da musste er auch weg zu seinem Vortrag. Und dann hatte ich ihn hinterher nicht mehr wieder gesehen, aber mal gucken, auf der nächsten Messe wird er garantiert wieder sein. Und Henry, da steht ja noch, dass du auch mit hinkommst. Also ich werde jetzt demnächst Hotelzimmer buchen in Stuttgart. Und ich denke mal, das steht ja auch noch, dass wir dann den Freitagabend uns irgendwo treffen. Und also wer da von der Community da ist, da werden wir vorher noch bekannt geben, wo das ist. Dann können wir gerne abends dann ein Bier zusammen trinken, irgendwo in Stuttgart oder in der Nähe da von der Messe, je nachdem, wo es was gibt. Also wenn da Lust hat. Soll ja vermutlich im April sein, oder? Das ist im April. Das ist am 26., 27. April ist die Messe. Mhm. In Stuttgart. Freitag, Samstag. Super. Geht Freitags los. Und dann. Also wer Lust hat, einfach Bescheid geben. Wir müssen nämlich dann auch schauen, wegen der Tischreservierung, wenn wir da viele Leute sind, dass wir da auch irgendwo unterkommen dann. Mhm. Also ich weiß schon mal, in Filderstadt ist ein schönes Restaurant. Da war ich mit meinem Sohn den ersten Abendessen. Ein Grieche, das ist relativ groß, da kriegt man bestimmt genug Platz. Das ist so 10 Kilometer von Stuttgart da entfernt. Könnte man mit dem Bus hinfahren oder auch mit Autos hinfahren. Aber wie gesagt, da werden wir uns noch genau zu äußern und da werden wir noch bekannt geben, wann, wie und wo das ist. Also ich wohne ja südlich von Freiburg, das ist natürlich nicht gerade um die Ecke, aber ich würde wahrscheinlich trotzdem kommen mit meiner Frau, wir würden halt dann dort übernachten. Also ich sag mal so, die Messe... Also wir bleiben ja auch eine Nacht dort dann. Ja. Mhm. Weil also die Messe generell ist interessant. Ich war letztes Jahr, dieses Jahr war es ja, wirklich die 2 Tage da und so viele coole Leute getroffen. Ich habe mich mit einem Blocktrainer unterhalten, mit dem Roman, ein Interview geführt, noch hatte ich ja auch bei mir auf dem Kanal gepostet, dann mit dem Alex Black von Northern Finance, der war da. Mirko von Bitcoin2Go war da, mal ein bisschen mitgesprochen. Da waren so einige und gibt es extra so eine YouTube oder ja doch so eine Art YouTuber-Lounge und da sind die alle und man kann sich mit denen unterhalten. Ne? War cool. Ja. Gut. Habt ihr damals, das ist jetzt schon einige Monate her, von Investor Verlag, da ist der Markus Miller mit drin, CryptoX, da hat er mal das stellt er immer die Token vor, die jetzt laufen müssten, die nächste Zeit. Und da hat er übrigens auch mal Best vorgestellt, kennt ihr sicher, oder? Die Überschrift war der österreichische Power Token. Ganz schöner Bericht. Ja, den CryptoX kenne ich, aber selber habe ich den nicht abonniert. Aber ja, Markus Miller ist auch ganz gut auf Bitpanda zu sprechen und auch auf Best, weil man kriegt es ab und zu mit, wenn er dann sein Interview macht mit dem Richie. Der ist übrigens auch da auf der Messe, mit dem habe ich mich auch eine ganze Zeit unterhalten. Auch ein ganz, ganz cooler Typ. Ja, die zwei sind echt sympathisch, also der Richie auch, also die zwei lockere Typen, ja. Absolut, und da haben wir in dem Interview auch ab und zu... Also das ist das Wichtige auch. Auch ab und zu mal Best drauf. Ja, nur wie gesagt, letztes Mal, da musste er dann auch direkt zu dem Vortrag. Konnte ich mich so nicht mit ihm unterhalten, aber beim nächsten Mal dann wird es dann wahrscheinlich ein längeres Gespräch. Mhm. Und wie gesagt, der ist auch echt locker drauf. Ja, was haben wir sonst noch? Haben wir die Coins schon, Alpine und... Der Worldcoin, der Iris Scan Coin. Was sagst du, Ledersocke? Würdest du deine Iris scannen lassen für 25 Euro? Niemals, Worldcoins? Niemals. Als Ungeimpfter sowieso nicht. Und tatsächlich ungeimpft.
Also Corona, Bezug auf Corona natürlich. Nee, selbst meine Frau, die im Pflegeheim arbeitet, wir sind da drum rumgekommen. Wir blieben hart. Aber gut, ja, das muss jeder für sich wissen. Ja, das muss eh jeder für sich wissen. Ich glaube, vor allem in den armen Ländern, denke ich mir, wird die Versuchung halt groß sein. Natürlich, also natürlich. Wenn das mehr ist, als was du jetzt im Monat verdienst, ja, dann natürlich scannst du deine Iris, damit du deine Familie ernährst. Ja, das ist das Problem, ja, genau. Irgendwann kommt man halt um so Dinge nicht mehr rum. Ich kenne da jemanden, einen Lehrer, ein deutscher Lehrer, der auf der Philippinen lebt. Der Druck war am Ende so groß, er wollte sich auch nicht impfen lassen und hat es dann am Ende doch machen lassen müssen. Weil gedroht worden ist, dass alle Ausländer rausfliegen, die sie nicht impfen lassen. Der Druck war enorm. Ja, das ist schon ein enormer Druck, ja. Ja. Ich habe mich lange gewehrt mit dem Fingerabdruck beim Pass, aber irgendwann kommt man halt auch nicht mehr drum rum. Beim Reisepass braucht man es jetzt. Vielleicht inzwischen sogar beim normalen Ausweis, ich weiß jetzt gar nicht. Aber beim Reisepass kommt man nicht mehr drum rum. Ja. Na gut, also ich werde es auch nicht machen. Also ich habe zwar die Schlangen gesehen, die da teilweise stehen in den Ländern, um das zu machen, aber ich selber werde es auch nicht machen. Ich werde mir, glaube ich, auch nicht holen, den WorldCoin. Kann man den so kaufen? Ja, doch, klar. Ist ja bei Bitpanda gelistet. So kannst du ihn auch kaufen, ja. Also du kriegst ja nur gratis Coins, wenn du deine Wallet erstellst, zu deiner Iris sozusagen. Aber ich fühle mich einfach nicht wohl bei dem Gedanken, eine dritte Partei hat meine Identität sozusagen. Genau. Man weiß nie, ob da nicht irgendwo dann doch hinterher, was ist ja in dem Sinne auch ein genetischer Fingerabdruck, die Iris. Man kann mit der Iris. Genau, so ist es, ja. Ja. Erschreckend. Ja. Also, naja, ich meine, im Endeffekt sind alle alt genug und jeder muss für sich selber wissen. Aber genau, will ich jetzt nicht machen. Ja. Genau. Ja, ich glaube, die jüngere Generation hat da weniger Probleme wahrscheinlich. Warum auch immer. Ja, ist möglich. Ja gut, aber hatten wir sonst noch was diese Woche? Ich glaube, eigentlich war nichts. Jetzt nächste Woche ist ja Bestgeburtstag, da müssen wir mal gucken, was dann da vielleicht kommt, außer dem Webinar noch. Und gut, Coins werden ja sowieso auch immer gelistet zwischendurch. Mal schauen, was als nächstes Spotlight kommt. Habt ihr das letzte Spotlight alle bekommen? Das X, was war das noch? X? XCC war das. Genau, ja. Ja, der hat ja sogar ein paar Prozent gemacht jetzt sogar die Woche, gell? Ja, stimmt. Wenn man da nachgekauft hätte, dann hätte man ein paar Gains machen können, aber ich mache das eigentlich auch nicht mehr. Ich habe mal ein bisschen mal, ich glaube beim Pepe war das nachgekauft, bin damit irgendwie 50% im Minus, aber wirklich nur ein ganz kleiner Betrag. Und deswegen, ich lasse die so laufen, die Spotlights. Ja, und dann mal schauen, was raus wird. Kleines Spotlight-Portfolio. Ja. Genau. Ich habe jetzt auch, außer bei Casper habe ich ein paar gekauft, aber auch nur eine kleine Menge. Schauen wir einfach, was draus wird, würde ich sagen. Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, oder wie sagt man so? Genau, ja. Ja, das stimmt. Ich denke mir im Bullrun, ja, da hebt es dann wieder alle Coins an. Ja, und dann pumpen sowieso aus unerklärlichen Gründen irgendwelche Mimimi-Coins. Ja. Ob es dann Floki oder Pepe ist oder Dogecoin oder was auch immer. Ja. Vielleicht ist ein Spotlight-Coin dabei, der dann auch mitperformt. So denke ich mir das einfach. Ja, eigentlich war das ja eine schöne Zeit. Es ging eine Weile auf die Nerven. Man hat nur noch Lambo gehört, der Lambo. Und inzwischen hört man natürlich nichts mehr, aber ja, wenn es wieder kommt, die Zeit. Freut ja, aber so sind die Zyklen. Ich sag, so sind wirklich die Zyklen, ob es bei den Aktien ist oder beim Krypto, das ist so. Wenn man ein paar Zyklen auch bei den Aktien mitgemacht hat, dann sieht man das eigentlich als Anleger ziemlich locker, vielleicht auch nicht, aber man weiß eben, was passiert. Was passiert. Ja. Wenn man einige crasht schon, ich habe den, wie gesagt, diese Dotcom-Bubble mitgemacht, da ging alles auf einmal, hat sich halbiert und 60-70% runter und hinterher ging es auch weiter. Also die Welt ist nicht untergegangen, die Wirtschaft geht nicht unter, die Weltwirtschaft. Und
es wird dann auch bei Krypto wieder einen Hype geben. Gerade jetzt, wo es mit den großen Institutionellen losgeht, mit BlackRock und mit Vanguard, alle, die da reinkommen. Das ist jetzt wieder für mich so ein kleiner Meilenstein. Gerade jetzt im Bärenmarkt, die fangen jetzt an, um dann im Bullenmarkt, da meiner Meinung nach, ist jetzt keine Anlageberatung, aber richtig mitzuverdienen. Ja, sicher. Die platzieren jetzt ihre Produkte und dann investieren sie selber rein. Und wenn es dann richtig losgeht, dann wird das an die Masse dann auch verkauft. Und das denke ich auch. Ja gut, dann sind gut, wir ja die fast... Leute, die hier jetzt zuschauen, die sind ja schon investiert. Das heißt, die profitieren dann zu dem Zeitpunkt. Ja, wie gesagt, ich sage immer, im Bärenmarkt denkt nicht in Euro, sondern denkt in Stückzahlen. Im Moment kriegen wir so viel mehr Best, Pantos, Bitcoin für unser Geld. Und wenn es sich dann erst wieder vervielfacht hat oder so, dann ist das Geschrei bei manchen auch wieder los, dass auf einmal wieder alles so teuer ist. Aber dann sind wir, wie gesagt, schon im Markt drin. Und so sollte es sein. Ja. Und ein bisschen Geduld muss man eben haben. Wenn es dann 2 Jahre dauert noch, dann dauert es noch 2 Jahre. Aber ich sag mal, die Zeit, die sollte man sich nehmen. Muss man sich auch nehmen, teilweise. Und dann sollte man, Henry, da wollten wir, glaube ich, auch nochmal ein Video drüber machen oder ich glaube, im nächsten Podcast soll das ein Thema werden, eine Exit-Strategie. Wie wir ja. Dann, ja, sicher. Also, dass man sich die Ziele setzt und sagt, was willst du wann, wo erreichen, falls es dann doch schneller kommt, als man denkt, dass man dann nicht planlos dasteht und nicht weiß, was man mit den Gains macht. Ja, genau. Deswegen sollte man sich vorher einfach überlegen, zum Beispiel, wenn man jetzt hat, ist jetzt nur ein rein theoretisches Beispiel, 100.000 GID, ja, solltest du dir jetzt schon überlegen, was ist, wenn sich die vervierfachen, was machst du dann, nimmst dann die Hälfte raus oder was hast du da, oder verkaufst du prozentual immer ein bisschen was, solltest du halt jetzt schon den Plan halt zurechtlegen für den Zeitpunkt. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das nehmen wir im nächsten Podcast mal als Thema mit auf, hatten wir, glaube ich, geplant, haben es, glaube ich, eh schon lange keinen mehr gemacht, wird mal wieder machen wir, aber. Ja, das können wir auf jeden Fall die Woche noch machen. Ja. Ja gut, Henry, möchtest du noch was verlosen? Da warten vielleicht einige noch drauf. Stimmt, genau, die Verlosung machen. Zieh mir das Wheel, ich muss nur schauen, ob ich alle Namen drinnen habe. Wir machen das dann wieder so, dass Henry das dann jetzt auslost und mir das zuschickt und die Aufzeichnung, gehe ich mal von aus, heute werde ich vielleicht nicht mehr schaffen, die noch fertig zu machen, aber morgen werde ich die Aufzeichnung dann zurechtschneiden und dann auch das Gewinnspiel mit reinfügen und auch über das, was wir gesprochen haben, noch ein paar Bilder mit reinfügen. Ich denke, das wertet das immer dann so ein bisschen auf für die Leute, die es sich hinterher nochmal angucken. Aber also auch hinterher in der Nachbetrachtung, der Sonntagsplausch kommt eigentlich recht gut an bei den Leuten. Da sind einige Views drauf, auch eine gute Watchtime. Also, und macht auch Spaß. Und ja, wie Henry schon sagt, also wer gerne dann mal möchte, auch beim nächsten Mal, kann sich dann gerne mal mit einklinken. Und dann können wir die Sachen auch zu dritt machen. Jo, ich würde auch gerne mal Dr. Best hören. Ja, also für den haben wir auch schon angesprochen, wegen einem Interview. Da wird auch noch was kommen. Oh mein Gott. Einfach dabei sein ist doch schön, finde ich. Mal ja. Sich zu Wort melden. Man braucht da nicht große Dinge von sich geben. Einfach ein bisschen teilnehmen. Ja, klar. Und gerade so eine Community. Ja. Der Pitt hat schon wieder gewonnen. Der Pitt hat das letzte gewonnen. Mal schon gewonnen. Ja. Na gut. Ja, aber Pete, vielleicht bringe ich dir das Shirt einfach vorbei. Oder du hast das letzte Mal eine Bantos Cap bekommen. Ich habe keine Bantos Caps mehr. Ich kann dir jetzt nur noch ein Best T-Shirt in Large, ist leider das Größte, was ich noch habe. Und oder eine Best Kappe an. Pete ist gerade sprachlos, glaube ich. Doch, jetzt schreibt er was.
Also ich habe beim Gewinnspiel auch schon eine Ausstiegsklausel im Kopf. Also ich brauche eine Bestkappe, dann brauche ich eine Bandoskappe und ein Best-T-Shirt. Und dann werde ich meine Gewinne künftig dann weitergeben. Ja, wie gesagt, ich denke mal, dass es auch irgendwann Merch zu kaufen geben wird von Bitpanda. Da sind sie ja dran. Mhm. Und ja, mal schauen. Na guck, der Pitch schreibt gerade, Best Cup ist auch cool. Dann hat er demnächst was zu tauschen. Best und Panthos. Ja. Ja, Pitt, ich schreibe dich noch an. Vielleicht schaffe ich es auch die Woche nochmal bei dir. Bist du in der Arbeit? Weil das letzte Mal habe ich sie eben persönlich vorbeigebracht, die Panthos-Kappe. Deswegen, vielleicht bringe ich dir die auch vorbei. Weil das mit der Post ist echt ärgerlich. Beim Clever ist auch die Päckchen auf dem Weg zu ihm beschädigt worden. Mhm. Das war auch sehr ärgerlich. Also. Ja. Naja gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir schon wieder fast 40 Minuten rum für den Plausch. War richtig gut, aber falls noch jemand irgendwie eine Frage hat, vielleicht noch kurz reinschreiben. Ansonsten würden wir den Plausch gleich beenden, weil sonst wird es zu lang und dann gehen wir noch ein bisschen, würde ich sagen, in die Plauderecke. Doch, in die Plauderecke. Wir sind beim runden Tisch. In die Plauderecke, ja. Ja. Und können da noch ein bisschen quatschen. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch, dass ihr dabei wart. Und wir beenden dann den Plausch. Danke, Leute, fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke.